Herzlich willkommen zur nächsten Splatoon 2 Folge und heute spielen die Carbon Roller Deko und ja, Carbon Roller Deko kaufen und anlegen, ja. Und Carbon Roller Deko hat eine relativ kleine Reichweite, Färbetempo ist relativ hoch, Leichtheit auch relativ hoch. Nachteil vom generell vom Carbon Roller, durchs alleinige Rollen kann man nicht ohne. Das ist der einzige Nachteil. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann sofort in der ersten Runde. Eventuell streame ich heute auch noch. Ich weiß es nicht. Okay, dann ja, sehen wir uns auch gleich schon in der ersten Runde mit dem Carbon Roller Deko. So. Ja. Oh Gott. Da wird gerade ganz schön viel geschrieben. Hilfe. Okay, ja, also wie gesagt, das ist der Carbon Roller Deko und ihr seht, mit Rollen ist man ziemlich schnell unterwegs. Ja, das ist halt generell so der Vorteil vom Carbon Roller. Danke auf jeden Fall, dass du da so nah dran kamst. Ja, die Ulti. Robobombenhagel. Kann mich. Oh Gott, das war richtig dumm von mir. Ey, Robobombenhagel, welche Waffen haben denn Robobombenhagel? Fällt mir extra keine Waffe ein, die einen Robobombenhagel hat. Gibt's hier schon oder ist der neu? Oh Gott. Ja, zu dritt, okay. Gut, aber ich denke, wir sollten zumindest ein bisschen was holen. Wie viele Leute sind wir? Drei, oder? Sind wir vier? Und ich muss dann denken, dass ich... Was? Wie hast du mich jetzt erwischt? Okay, die spielen schon wieder nicht gut und ich spiele auch schlecht. Egal, okay, wie ich das immer hasse, weil man den Leuten dann so übelst hinterherlaufen muss und das ist richtig eklig. So. Naja, gut. Okay. Ich hätte jetzt auch mal wusste, dass ich genau da bin. Aber gut. Ah, das war schon wieder dumm. Okay. Oh Gott. So, den Schild habe ich ihm schon mal geklaut auf jeden Fall. Danke. Sehr nett von euch, dass ihr hier freiwillig in den Tod lauft. Na gut. Also ich mag den Carbonroller oder Carbonroller Deko eigentlich auch sehr. Also jetzt hat. Oh Gott. Ich spiele so blöd. Also ich mag Carbonroller eigentlich auch sehr gerne. Und ich mag keine Kills mit dem Robo-Umpenhagel. Weil ich immer sterbe, wenn ich ihn einsetze. Ich sollte besser spielen. Komm, dich kriege ich noch. Gott. Okay, ja. Eigentlich bisher gefällt er mir gut. So. Joa. Ja, naja, leider verloren, was soll's. 9 Kills. Und zwar. Ja. Also Robobombenhagel habe ich bisher, glaube ich, noch nie gesehen. Die gibt's doch bisher noch gar nicht, oder? Oder gibt's den schon? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, der ist relativ neu. Ja gut, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. So, da sind wir auf dem Flunder-Funpark. Juhu. Ja, da habe ich Bock drauf. Flunder-Funpark ist ja, ja, total neu. Und jetzt sehen wir ihn auch mal in Action. Außer ihr habt den Stream gestern gesehen, dann habt ihr ihn schon mal in Action gesehen. Übrigens haben wir gestern einen neuen Rekord aufgestellt. 14 Live-Zuschauer ist jetzt mein Rekord, so. Danke dafür auf jeden Fall. Ich spiel dumm.
Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt ja, einen Rekord. Live-Zuschauer wird aufgestellt, 14 Live-Zuschauer. Und ich finde, die Map ist so... Das ist mir gestern auch schon passiert. Das liegt irgendwie gefühlt an der Map. Also ich mag die Map und so, aber Disconnect ist definitiv nicht das, was ich jetzt wollte. Mann, ich wollte den Flunder Funpark spielen. Warte, bewegt sich die Map eigentlich dann noch für mich? Geht der Timer runter? Ja, die Map bewegt sich noch für mich. Aber die Spieler halt nicht. Ist auch gut. Auf jeden Fall. Okay, naja, dann würde ich sagen... sehen wir uns dann gleich. Und ich muss sagen, wirklich, diese Map gefällt mir so sehr. Also, sie ist halt richtig cool. Aber irgendwie... Ich habe ja gestern im Stream hatte ich auch schon die ganze Zeit Disconnects. Ja gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und ja, bis gleich. Ja, da sind wir auf dem Flunder Funpark. Diesmal hoffentlich ohne Disconnect. Und jetzt sind 6 Minuten vergangen, weil ihr wisst, wenn man rausgeworfen wird, 5 Minuten warten. Ich hasse es. Ah, das sollten sie eigentlich mal anders machen, weil das nervt ziemlich. Okay, Flunder Funpark, richtig geile Map. Ich mache jetzt noch 3. Es ist lächerlich. Der Flunder Funpark zerstört meine Switch irgendwie. Immer wenn ich auf dem Flunder Funpark spiele, stürzt es ab. Ich verstehe es nicht. Bitte jetzt keine 5 Minuten warten. Ich mal auf dem Flunder Funpark. Es ist so unglaublich lächerlich. Immer wenn ich im Flunder Funpark spiele, werde ich rausgeworfen. Wieso werde ich immer rausgeworfen? Wieso habe ich immer ein Disconnect? Es ist doch so lächerlich. Ja, noch 3 Runden. Wie gesagt. 3 Runden mache ich noch. Ist mir scheißegal. Mein Gott, dann wird es halt jetzt eine 25-Minuten-Folge. Ihr wollt sicherlich sehen hier. Keine Ahnung. Ihr wollt sicherlich nur eine Runde sehen. Von daher. Ich meine, sonst würdet ihr es wieder nicht angucken. Dann würdet ihr sicherlich. Freut euch jetzt sicherlich noch über eine Runde mehr. Also. Ich denke mal, die wenigsten, die das Video gucken, werden es gucken, weil sie keinen Bock drauf haben. Und ich habe gehofft, dass das nicht passiert. Ja, also ihr fordert sicherlich über eine Runde. Hoffe ich jetzt mal. So, okay. Ja, auf jeden Fall. Die Waffe ist eigentlich sehr cool. Ja. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist auch, würde ich sagen, relativ... stark. Mir gefällt es auch, dass mal die Instabomben dabei sind bei einem Carbonroller. Finde ich passt relativ gut. Ja, man kann halt die Gegner angreifen und da er sowieso nicht one-hitted. Also kommt natürlich darauf an, wie man das macht. Okay, ich verziehe mich mal lieber. Oh Gott! Danke. Ja, die Splatling kann mir auch nichts machen, von daher ist es auch eigentlich auch egal. Oh. Hallo? Ich hasse es. Heute ist meine... Wie ist denn die Verbindung heute so scheiße? Heute und gestern. Irgendwie sind die Server am Arsch. Zumindest auf meiner Switch ist es so. Und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel... Der E-Mail war ja gestern auch beim Stream dabei... Ja, mache ich jetzt halt nur noch 2 Runden, wenn die alle abstürzen. Ey, gestern war ja der Emil dabei. Und, bei ihm ist es nie abgestürzt. Es stürzt nur bei mir ab. Es ist so lächerlich. Es stürzt die ganze Zeit wirklich nur bei mir ab. Bei ihm stürzt gar nicht ab. Obwohl wir dasselbe WLAN haben. Also, das heißt, es muss irgendwie an den Servern liegen. Oder es liegt an der Switch. Ach Gott, das ist so lächerlich. Wir sehen uns gleich wieder. Und ich hoffe, dass ich... Wenn ich, obwohl, ja, kann ich mal kurz drin lassen. Wenn ich jetzt 5 Minuten warten muss, dann. Ihr glaubt nicht, wie sauer ich dann bin. Bitte keine 5 Minuten warten. Ich muss keine 5 Minuten warten, aber wahrscheinlich habe ich sowieso wieder gleich den nächsten Disconnect. Es ist so unglaublich lächerlich. Ich verstehe es halt nicht. Wieso wirklich? Wieso einfach? Kurzer Cut. Der nächste Fehler bei der Datenübertragung. Zu abwechseln mal. Fehler bei der Datenübertragung, ich meine. Kommt ja nie vor. Wirklich nie. Vielleicht finde ich jetzt mal eine Runde, aber wäre ja lächerlich.
So, Buckelwalpiste. Hey. So, vielleicht. Runde. Runde. Könnt ihr mal dran schreiben, woran denkt ihr, dass es liegt? Bitte kein Disconnect, mal eine Runde zur Abwechslung mal. Ja. Wäre auch mal ganz schön, aber es wäre lächerlich. Kein Disconnect. Oh. Ach so, weil der ihn schon einmal angesnappt hat. Ja. So. Hey, bisher noch kein Disconnect. Was ist los? Spiel? Meinst du, dir geht's gut, Spiel? Und wie hast du mich jetzt gekillt, genau? Bisher noch kein Disconnect. Oh Gott, was ist denn los? Also, ist ja unglaublich. Hätte ich gar nicht mehr für möglich gehalten, dass es auch keine Disconnects gibt. Vor allem der Witz ist, was willst du tun? Ich kann dich einfach wegpushen. Oh, genau das machen will er. Was? Wieso one-hittet ihr mich denn alle? Das ist doch so unglaublich lächerlich. Erst... Mann. Habe ich mir gedacht, ja, eine schöne Runde Splatoon. Oder schöne Runde in Splatoon. Und dann habe ich die ganze Zeit ein Disconnect. Ihr werdet von jeder Waffe one-hittet. Egal, was das für eine Waffe ist. Oh, was? Kein One-Hit? Alter, ich hoffe, es ist alles normal, weil ich habe keinen One-Hit bekommen. Ach so, Verbindung nicht stabil. Ach so, mal zur Abwechslung. Verbindung nicht stabil. Verbindung nicht stabil. Ja, ist ja gut. Zur Abwechslung mal, gell? Hatte ich ja schon lange nicht mehr. Was ist denn los? Ich hatte eine normale Runde. Ich hatte eine normale Runde. Und das hasse ich daran. Wieso passiert mir das denn die ganze Zeit? Mann. Oh Gott. Ja. Ich hasse es einfach so sehr. Wieso passiert das nur mir? Wieso passiert mir das durchgehend? Wir hatten jetzt in der Runde, glaube ich, 5 Disconnects. Ja, gut. Ja. Ist auf jeden Fall geil. Komm, 5 Minuten Wartezeit. Komm. Komm, mal eine 5 Minuten Wartezeit. Ja, natürlich! Wieso auch nicht? Warte jetzt 5 Minuten, dann mache ich noch eine Runde. Und wenn die dann auch nicht klappt, oder keine Ahnung, ich muss den Carbon-Roller-Deko irgendwann mal nachholen, in einer der nächsten Folgen. Mache ich einfach nochmal Carbon-Roller-Deko, weil die Folge sind nur Disconnects. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Ah, mein WLAN ist einfach kurz die ganze Zeit weg, aber das ist nur an meinem Ding weg. An allen anderen Geräten funktioniert es hier nur, an der Switch nicht. Und auch nur seit gestern. Wir sehen uns gleich wieder. Ja. 5 Minuten später. Oh, sogar noch viel mehr. Ja. Runde ohne Disconnect auch mal vielleicht. Wäre ganz schön. Nee. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Es regt so auf. Wieso hab ich durchgehend ein Disconnect? Ist die Runde? Ich krieg nur Disconnect, sonst nix. Och man. Wirklich, nur Disconnects. Also entweder liegt es an Server oder an meiner eigenen Switch, weil bei anderen ist es ja nicht so. Ja, hui, ich kann nicht attackieren. Ich kann nicht komplett wegbomben. Toll, gell? Vielleicht finde ich jetzt noch eine Runde. Außer es sind wieder 5 Minuten. Wenn es wieder 5 Minuten sind, dann war es das dann. Ich probiere noch eine Runde. Wenn die wieder nicht klappt, dann lasse ich... Ich könnte den Part natürlich auch nicht... So gesehen nicht lassen, euch nicht zeigen. Ach, und meine doppelte Erfahrung geht doch dadurch weg. Weil ja immer die Runde beginnt und dann abgebrochen wird. Und natürlich muss dann die doppelte Erfahrung weggehen. Ich krieg zwar keine Erfahrung, aber trotzdem muss die weggehen.
Gott, ich habe jetzt nur noch 14. Vorne hatte ich noch 20, aber konnte keine Runde jetzt richtig spielen. Okay, wenn's jetzt hat. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe übrigens an meinem Handy alle habe drei volle Balken. An meiner Switch habe ich einen Balken. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Und ich weiß nicht, wieso ich die ganze Zeit. Das muss an der Switch. Es liegt an der Switch oder an den Servern. Bewegt euch. Okay, mal sehen, wie viele Sekunden es diesmal sind. Vielleicht stellen wir diesmal einen Rekord auf. 10 Sekunden ohne Disconnect haben wir schon. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. 10 Sekunden ohne Disconnect sind es schon mal. Magst du ankommen? Wirklich, wie gesagt, 10 Sekunden ohne Disconnect sind es schon mal. Also, es ist schon mal Leistung. Es laggt ein bisschen, aber noch kein Disconnect. Und jetzt ist der Disconnect da. Wie gesagt, falls ihr mir sagen könnt, woran das liegt. Ich habe an meinem Handy, ich habe an jedem Gerät außer der Switch perfektes WLAN. Das muss an der Switch selber liegen. Keine Ahnung, was los ist. Die verbindet sich kaum. Ich weiß nicht, woran es liegt. Okay, dann würde ich sagen, beende ich die Folge jetzt, weil es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, es ist... Okay, eine Runde probiere ich noch, falls es geht. Ich habe jetzt gerade Spaß dran. Das wird sowieso, wahrscheinlich sowieso nicht gehen. Ach, keine 5 Minuten. Vielleicht finde ich eine Runde, vielleicht nicht. Ich habe keine Ahnung. Meine Switch hat sowieso keine Batterie. Kein WLAN. Keine Ahnung, wann das liegt. Ich werde danach die Switch komplett ausmachen. Ich werde WLAN nochmal neu verbinden. Es hat keinen Sinn. Die erste Runde ging, glaube ich, normal. Und die anderen waren... Ja, wenigstens dann haben wir einen Part, der... Ja. Die haben schon 6 Disconnects bisher gehabt. Geil, geil. Ja, haben wir dann einen Part, der zumindest... Ja, irgendwas hergibt. Oh, keine Ahnung. Durchgehend nur Disconnects. Gerade haben wir einen Rekord aufgestellt. Ich glaube, 20 Sekunden waren es. Wirklich. Also... Krasser Rekord. Ah ja, jetzt hat er mir nicht mal eine Sekunde. Jetzt hat schon von Anfang an Disconnect. Ist es schon. Okay. Ja, warte, habe ich jetzt gerade WLAN? Ich habe schlechtes WLAN. Oder, ich weiß nicht, sonst gibt es keine Probleme. Und die Switch steht am selben Ort wie immer. Sonst gibt es absolut keine Probleme. Absolut nicht. Und jetzt auf einmal Verbindung. So, das habe ich jetzt gemacht. Habt ihr gesehen. Um es euch zu zeigen, ich weiß nicht, was da wirklich falsch läuft. Ich bringe meinem Team auch so gesehen nichts. Was mich auch ziemlich aufregt. Keine Ahnung. Alle Runden sind so gesehen am Arsch. Ey. Ich hatte das jetzt wirklich 7-mal. 7 Disconnects. Ich werde die Waffe nochmal irgendwann anders spielen. Es bringt ja nichts. Alles klar. Alles klar. Der Kommentar. Na gut. Ja. Wirklich geil. Wirklich. Muss ich schon sagen. Also. Echt geil. Wirklich. Ich weiß nicht, was los ist, aber. Mann. Das regt richtig auf, weil ich jetzt durchgehend nur Disconnects hatte. Und er schläft. Ey, ich weiß nicht, woran es liegt. Na gut, habt einen schönen Tag, macht's gut. Bis zur nächsten Folge, könnt ihr mal eure Meinung dazu schreiben. Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Wie gesagt, gerne eure Meinung und ja, habt einen schönen Tag, macht's gut. Bis zur nächsten Folge und ciao. Ich weiß nicht, was ich davon halten sollte.